Also Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Es geht wieder mal in eine Reaction und zwar auf ein ganz besonderes Video, denn wir schauen uns heute eine paranormale Untersuchung von einem meiner liebsten Kollegen, nämlich Forest Dave, den ich ja auf unserer gemeinsamen Tschechien-Tour persönlich kennenlernen durfte, an. Und das Ganze macht er zusammen mit Kimi, die ich ja in den Katakomben kennengelernt habe. Und ich bin wirklich extrem gespannt, denn ich liebe Daves Videos, sein Stil und seine Art, die Videos zu schneiden. Es ist einfach jedes Mal dermaßen spannend und atmosphärisch. Also es ist genau mein Geschmack und ich denke, das wird euch auch so gehen. Ich freue mich unheimlich drauf. Es soll in diesem Video, ich habe es vorher tatsächlich noch nicht gesehen, ich weiß so gut wie gar nichts, außer die Erzählungen und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Es geht wohl in ein verlassenes Kinderheim mit einer sehr, sehr düsteren Geschichte. So viel habe ich zumindest schon erfahren und ich freue mich unheimlich drauf, dass wir uns das Video jetzt gemeinsam anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Okay. Klingt schon mal spannend. Oh Leute, ich bin aufgeregt. Welches Bild habt ihr vor Augen, wenn der Ausdruck Ort der Angst und Traurigkeit fällt? Bei mir ist das ohne Zweifel dieses Kinderheim, dessen Geschichte mich noch nach Monaten beschäftigt und an die Menschlichkeit mancher zweifeln lässt. Das fängt 1824 erbaut, war es von vornherein als Einrichtung für schwierige Menschen gedacht. Also sozusagen ein inoffizieller Knast für Frauen, Kinder und Jugendliche, welche bis zum Ersten Weltkrieg sogar von Wärtern mit Waffen vom Ausbrechen abgehalten wurden. Boah, krass. Ja, ganz, ganz schwierige Zeit, was psychiatrische Behandlung angeht. Ist ja noch absolut nicht fortgeschritten zu dieser Zeitepoche und man hat einfach extrem vieles noch nicht verstanden und leider Gottes kranke Menschen, die eigentlich hätten behandelt werden sollen, wie Haftinsassen und noch schlimmer behandelt, wie Dave hier jetzt gerade schon angedeutet hat. Also scheinbar ist dieses Heim oder diese Psychiatrie ein solcher Ort gewesen. Ein sehr, sehr dunkler Ort, an dem sehr viel schlimme Dinge passiert sein werden. Man kann sich das nur ausmalen, was die armen Seelen da so durchleben mussten. Also passender könnte wahrscheinlich ein Ort für so ein unheimliches Video gar nicht sein. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie es weitergeht. Ab 1960 diente es dann als reines Spezialkinderheim für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche, in dem man schneller landete, als man denkt. Denn damals galt man schon durch das bloße Schuleschwänzen oder Nicht-Anerkennen des damaligen Regimes als schwierig. Die damals hier angewandten Erziehungsmaßnahmen beruhten auf der sogenannten Kollektiverziehung und beinhalteten neben körperlichen und seelischen Missbrauch auch darauf, bei Vergehen eines Einzelnen die komplette Gruppe zu bestrafen, was zu seelischer und körperlicher Gewalt unter den Kindern und Jugendlichen führte. Boah, das klingt wirklich sehr, sehr übel. Nach der politischen Wende wurde das Heim endgültig geschlossen und steht nach einigen Besitzerwechseln nun leer und gilt seitdem als heimgesuchter oder verfluchter Ort. Ja, kein Wunder. Wen wundert das schon? Wo, wenn nicht an so einem Ort? Ach krass, stimmt, das ist schon eine ganze Weile her, da liegt noch Schnee. Jetzt schon wieder unvorstellbar. Ich weiß nicht, ob es bei euch gerade auch so heiß ist. Also es ist wirklich von jetzt auf gleich bei uns der Sommer eingebrochen. Ganz seltsam. Komisch jetzt so den Schnee zu sehen. Das erinnert auch so ein bisschen an die ersten Tage unserer Tschechien-Tour. Und hier Kimi jetzt auch gerade im Bild. Freut mich sehr, dass die beiden hier gemeinsam unterwegs sind und uns dieses Video hier bescheren. Kimi, haben Sie was zu sagen? Ich bin bereit. Oh, Freundchen. Ich bin sehr bereit jetzt. Sehr bereit. Oh.
weiß nicht, ob ich vollkommen bescheuert aussehe, wieder mit meinen zwei Rucksäcken, Leute. Nö, gar herzlich nicht. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zu unserem Overnight. Nein, nur Spaß. Ich liebe den Typen. Ich liebe ihn einfach. Also wirklich, ich habe Dave in der Zeit, die wir hatten in Tschechien, dermaßen ins Herz geschlossen. Natürlich alle Jungs, die dabei waren. Deshalb liebe Grüße an jeden. Das war ein einmaliges Erlebnis. Eine unglaublich tolle Zeit. Und ich freue mich sehr, dass solche Freundschaften dadurch entstanden sind. Und man jetzt hier kollegial auf das Video von Dave reagieren kann, zusammen mit euch, dass wir uns das jetzt anschauen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Lasst gerne mal ein bisschen Liebe bei Dave in den Kommentaren da. Gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, und zwar auf Daves Kanal. Ruft das Video auf, schreibt einen netten Kommentar, grüßt ihn ganz lieb von mir. Und ja, also, ich rede jetzt gar nicht mehr um den heißen Brei herum. Wir starten jetzt wirklich in das Video. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieser Ort jetzt hier so für die beiden und damit auch für uns bereithält. Los geht's. Wieder mal ein Grusel-Overnight, weil wir gucken uns heute verlassenes Kinderheim an. Wo? Links. Was? Da brennt Licht? Vielleicht die erste Schocksituation, aber ich glaube, das ist bloß eine Straßenlaterne, Kimi. Ich glaube, okay. Das ist bloß eine Laterne. Nochmal Glück gehabt. Alles gut. Aber hier sind überall Bewegungsmelder, das ist schon mal sehr gut. Hm? Bewegungsmelder? Stimmt. Das ist eine gute Idee, ist, ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße, ja, das hatte Dave mir nämlich erzählt, dass es da ein Areal gibt, auf dem sogar noch Anwohner leben und dass da Bewegungsmelder angebracht sind. Man hat es jetzt gerade im Hintergrund auch gesehen, da ging das Licht an und aus. Boah, das macht das Ganze ja nochmal deutlich spannender. Also heikle Situation auf jeden Fall. Ja? Ich hab doch gesagt, hier zwischendrin sind Wohnhäuser. Das ist natürlich immer ganz gefährlich. Boah, das geht da ja volle Pulle an. Okay. Ja. Es ist halt einfach so. Wir gehen einfach ganz kackendreist dorthin. Polizeiabsperrband. Aber ich glaube mittlerweile, es hängt wirklich überall. Das ist doch zu. Ach so, Leute, es sind übrigens mittlerweile minus 6 Grad. Und wir haben eigentlich eher Lust, langsam mal zumindest ein Nachtlager zu haben. Das ist auch immer dieses Kräftezehren, ne, auf so einer Tour, wenn man dann da noch übernachten möchte, dass man gar nicht weiß, ob das wirklich ein Ort ist, an dem man jetzt zur Ruhe kommt oder ob man im Prinzip noch die ganze Nacht weitersuchen muss. Das kommt so in dem Video meistens gar nicht so richtig rüber, aber das ist ja eine Anspannung, die man die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Nichts offen, ne? Ich kann höchstens mal drum rumlaufen. Dir allein mal hier die Krüppelbäume an. Sieht richtig gespenstisch aus. Gott sei Dank. Total abgefuckt. Oh ja. Mach ich dich immer schon. Was ist denn das? Boah. Was ist denn das? Nee, da können wir nicht runter. Da kommen wir auch nicht mehr hoch. Nee. Nicht springen. Ist genau wie lang gefahren. Das Problem an dem Ganzen ist nämlich, wie gesagt, hier sollen Securities Streife fahren. Das auch noch. Ich habe vorhin gerade die Bewegungsmelder mitbekommen. Und das sind ja immer schlimmer. Gebäude. Also es handelt sich hier nicht nur um ein einzelnes Gebäude, sondern mehrere. Und wir wissen jetzt nicht, was das besagte genaue Kinderheim ist, weil da noch so mehrere Sachen dazugehören. Das hatten ja damals Leon und ich in Belgien auch. Ich weiß nicht, ob ihr bei Leon auf dem Kanal das Video gesehen habt, als wir in Belgien in diesem verlassenen Heim, in der verlassenen Psychiatrie waren, gab es ja auch zwei Gebäude, also ein mehr oder weniger Hauptgebäude, das was bekannter war, aber dann nochmal eins in selber Größe. Und dazwischen lag ein aktives Klinikgelände, über das wir dann noch laufen mussten. Und
Ich schätze mal, das ist hier jetzt eine ähnliche Situation, dass es ein sehr großes Areal, ein großes Gelände ist. Hier jetzt zu allem Übel dann auch noch bewohnte Häuser direkt auf dem Gelände stehen. Dann gibt es Sicherheitsdienst, Bewegungsmelder, Lampen, die da angehen. Also, das ist schon richtig, richtig riskant. Okay. Denkst du hier rein? Wie sieht's denn aus? Leute, wir sind jetzt erstmal in eins der Gebäude rein. Teilweise sind hier die Gebäude komplett verschraubt und zugenagelt und teilweise offen. Das verstehe ich nicht ganz. Wir haben uns jetzt für das nächste Gebäude entschieden. Nicht das, was eigentlich Wahl Nummer 1 war, weil das Problem ist, dass wir ja nicht hundertprozentig wissen, wo unser Schlafplatz, den wir haben wollen, wo der ist. Weiß nicht. Jetzt guck mal bitte. Ich glaube, wir brauchen gar kein Eingang fürs andere Haus. Ich glaube, wir können direkt rübergehen. Das ist ja geil. Was ist denn das für ein Keller? Katakombenkeller. Katakomben 3.0 inzwischen schon, Leute. Toll, das ist ja geil. Ja, stimmt, hey. Mir hat es jemand erzählt, dass die Gebäude über dem Keller miteinander verbunden sind. Das ist wahrscheinlich oft so. Das ist bei jedem Sanatorium so, was ich jetzt hatte. Das ist ja. Aber das ist halt auch schon der Hell. Ja? Das sieht nicht gut aus da. Komm mal kurz hier rein. Das ist ja auch schon sehr, sehr alt, das Gebäude. Und wenn es da Eingänge halt schon gibt, dann. Brutal hier. Zieht das natürlich auch Vandalismus mit sich. Aber da ist auch viel natürlicher Verfall, wenn man sich jetzt hier anguckt, wie das hier alles von der Wand runterblättert. Das sieht schon richtig, richtig apokalyptisch aus. Unheimliche Atmosphäre, selbst jetzt schon. Was ist denn hier drin? Der komisch aussehenden Türe. Das hat alles richtig was Kerkermäßiges hier. Total. Oder? Erinnert er irgendwie so ein bisschen an eine Burg oder so? Ja, so ein bisschen, ne? Ich sage nur so viel, jedes Jahr ist hier mindestens ein Kind gestorben, was hier behandelt. Das wusste ich gar nicht, das wusste ich gar nicht. Und es gibt so viele Horrorgeschichten mit Augenzeugen und, ach, nicht nur Augenzeugen, Leute. Die Kinder, die hier mal Kinder waren, jetzt inzwischen nicht mehr, haben hier einiges berichtet, was hier abgegangen ist. Es gibt hier wohl auch Kerker, wo die Kinder reingesperrt worden sind, wenn sie frech waren. Ja. Und hier wurden sie geschlagen, misshandelt, alles. Also hier ging es richtig schlimm ab. Also das war heftig. Boah, das sind dann ja wirklich schon skandalöse Zustände, wenn es da jetzt noch Zeitzeugenberichte gibt von ehemaligen Kindern, die dort sogar in Behandlung waren. Dann kann das ja noch gar nicht lange her sein. Also zumindest noch nicht so lange, wie ich jetzt anfangs gedacht hatte. Als Dave uns hier den Rückblick auf die Geschichte des Gebäudes gegeben hat, das ja schon sehr, sehr alt ist, aber das sind ja eher jüngere Ereignisse. Ganz heftig, aber das ist nämlich auch das, was ich gesagt habe. Dieses Fach der Psychiatrie entwickelt sich und war sehr, sehr lange Zeit leider extrem rückständig und da wurde ganz viel falsch gemacht. Ganz schlimme Dinge wurden da gemacht und Man kann sich gar nicht vorstellen und man will es eigentlich auch gar nicht unbedingt wissen, in wie vielen Einrichtungen da Dinge passiert sind, die nicht ans Tageslicht kommen sollten. Das ist ganz erschreckend. Ganz unheimliche Vorstellung, gerade wenn es hier jetzt auch noch um Kinder geht. Das ist ja ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema von so unschuldigen und verletzlichen Menschen, die die Bilder, die einem da in den Kopf kommen, das ist schon echt heftig. Heftig und traurig. Ja. Absolut. So, Leute. Das ist also der Katakombenkeller. Und ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt an unserer Stelle wirklich dann durchlaufen würdet oder lieber im Auto schlafen würdet oder so. Gebt auf jeden Fall für die Aktion jetzt schon mal ein Like bei der Kimi auf jeden und bei mir auch. Ihr habt's gehört, Leute. Ach, ihr habt einen Scheiße, Auftrag zu erfüllen. Mit dem Rucksack durch? Gebt den beiden auf jeden Fall einen Daumen Scheiße. Nach oben. Ey, ich muss hier einen übelsten Rückgang durchlaufen. Crazy. So eine Tunnelverbindung zwischen den Gebäuden. Das hat auch was. Oh, schönen Dank. Oh, ich muss hier übelst gebückt laufen.
Hier liegt erstmal schön Kacke. Oh je. Ey, jetzt sind wir auch bloß in dem Ding hier. Wo wir vorhin reingeguckt haben. Ach, oh ja, Tatsache, da oben ist das Fenster. Kein Zuckerflecken da oben, halt, denke ich. Dir die Dinger so anguckst, willst du hier hoch oder da hoch oder gehen erstmal hier hoch am besten. Aber echt aufpassen, es sieht nicht so stabil aus hier. Ja, das ist echt katastrophal da. Also das ist gut, das sind Kellerräume, die sehen immer am schlimmsten aus. Ach die Scheiße. Das wird halt absolut, absolut kein Luxus, Kimi. Absolut nicht. Nee. So ist das. Tja, man so kann nicht alles haben, ne? Wenn man schon in einem Horrorheim schlafen will, kann man nicht davon ausgehen, dass es da sonderlich gemütlich ist. Aber dafür sind die beiden ja auch nicht da. Aber wir suchen eigentlich einen ganz bestimmten Ort, Leute. Aber das soll ja auch in dem Keller sein. Aber den einzigen Keller, den wir gesehen haben, das war, wo wir gerade durch sind, der Katakombenkeller. Ja, das hier ist ja Kellerbereich sozusagen. Drüben war Kellerbereich. Ja. Und der Katakombenkeller, also es ist in den beiden Gebäuden. Aber kannst, vielleicht kommen wir mit durch den Katakombenkeller noch weiter. Nee. Ein nächster Gebäude. Das sind insgesamt 5 Gebäude noch. Ja, aber es ging ja nirgendwo ein Abzweig ab. Nochmal zurück jetzt. Ja. Lass mal drüben mit dir. Weil das hier ist echt auf präsentiert hat er das Ding. Ja. Ja, das ist natürlich kritisch, wenn man von draußen auch gesehen werden kann mit den Lichtern. Ich habe wirklich nur einen Katakombengang hier hinzuführen, ne? Sehr seltsam. Was ich mich frage, warum liegt denn hier eigentlich Stroh? Ja. Warum hast du eine Maske auf? Oh! Leute, den Sketch, den haben wir schon so lange zusammen geplant. Das war einfach lustig. Wir sind auf die Idee gekommen, weil immer wieder ein Lastblech im Stroh rumliegt. Ich hoffe, ihr fand es gut. Ihr habt gut gelacht, so gut wie wir gerade. Das ist so random, das war einfach, ist schon so geil. Ja, ja, das war lustig. Meiner Meinung nach war es lustig. Gebt einen Daumen oben für die Aktion und für den ekelhaften Overnight, weil es wird nämlich nicht lustig hier. Ja, alles ekelhaft. Du musst permanent aufpassen, dass es dich nicht irgendwo erschlägt, ey. Ah, dieser scheiß Katakombenkeller, ey. Für nichts und wieder nichts da durchgerannt. Boah. Umsonst die ganzen Spinnen ins Gesicht gekriegt. Jetzt darf Kimi vorgehen. Aber ich glaube, Kimi schreckt vor nichts so wirklich zurück. Da kann man sich sicher sein. Zum Glück bin ich nicht mit in die richtigen Katakomben gefahren, ey. Na, das war nur so. Ich weiß. Und mit einem noch viel schwereren Rucksack auf. Ja, und dann noch mit Wasser. Also, und Wasser teilweise fast bis zur Hüfte. Das war auch wirklich eine Erfahrung, also an alle, die das nicht gesehen haben, checkt auf jeden Fall mal meine Katakombenreihe aus, denn ich war ja Teil dieses großen Projekts. In 3 Folgen habe ich das Ganze dokumentiert. Kimi war auch da, die durfte ich dort unten kennenlernen. Und ja, ein wahnsinniges Abenteuer. Denkt man gerne dran zurück. Da stirbst du ja. Das sieht schon wirklich spooky aus. Oh ja. Ach du Scheiße. Boah, das sieht ein bisschen aus. Also der Zustand ist natürlich wesentlich schlechter. Das sieht ein bisschen aus wie ein Schloss Welchau. Vibes, oder? Bisschen wie in Tschechien. Das letzte Tschechien-Video. Das sieht ganz, ganz schlimm aus da. Ich weiß halt nicht. Also finden wir den Keller wahrscheinlich nicht, ja. Guck mal, hier ist noch ein alter Schaltraum. Uralt, dieses alte Grün immer wieder, ey. Vor allem, auch das was sieht das aus Ganze wie ein Schloss hier für Ausmaße hat. Also es waren, glaube ich, insgesamt 5 Gebäude. Und das war alles
Kinderheim und noch irgendwelche Sachen, die halt damit in Verbindung standen. Es sieht voll krass aus. Guck mal, hier sind sogar richtig Stücke. Also so Spuren. Stuckarbeiten, ja. Ja, okay, das sind jetzt keine übelst extrem detaillierten Stuckarbeiten hier oben. Sieht schon schön aus. Was war denn das hier mal? Einfach ein Waschbecken ganz random im Flur oder was? Oder ein Trinkbrunnen. Ein Trinkbrunnen? War das früher so normal? Trinkbrunnen? Okay. Getränkespender sozusagen. Wasserspender. Ey, immer diese Kritzeleien, Schmierereien. Ich verstehe das von nicht. Den Amis oder so. Man läuft da immer so dran vorbei und versucht es zu ignorieren, aber es ärgert einen einfach. Warum muss man das machen? Einige argumentieren dann damit, dass das Gebäude ja sowieso dem Verfall überlassen ist. Einige argumentieren dann damit, dass das Gebäude ja sowieso dem Verfall überlassen wurde, aber es muss einfach nicht sein. Es ist jedes Mal schade zu sehen. Oha. Guck mal. Hier ist noch irgend so ein, sieht aus wie so ein Lehrerpult für einen Chemieunterricht, oder? Mhm. Sieht echt so aus wie so ein Lehrerpult. Auf jeden Fall. Aber hier ist der Verfall halt auch schon krass, ne? Es geht, aber ich hätte mir immer vorgestellt, ne? Okay. Wollen wir uns erstmal irgendwie ein Zimmer aussuchen und dann. Ja, das war wirklich ein Trinkbrunnen. Guck mal, hier hängt noch so ein Vogelkopf dran. Tatsache, ja, aber wirklich so ein Trinkbrunnen. Oh, hier. Das wird unser Zimmer. Das ist schon markiert. Oha. Ja, finde ich gut. Das ist aber auch nochmal was anderes. Das sieht ja wenigstens cool aus. Es muss trotzdem nicht sein, aber es sieht zumindest cool aus. Wie geil sieht das Treppenhaus aus hier. Ja. Schön heftig. Steht der Nun hier drin? Der Nun? Nee, Wurst. Wurst, okay. Und hier riecht es ekelhaft nach Wurst. Das ist Wurstzimmer. Wurstzimmer. Okay. Die Fußabdrücke sind auch komisch. Ja. Das hat was Unheimliches, aber ich sag mal so, wenn es kleine Fußabdrücke wären, wäre es gut wieder. Aber hier oben, wer weiß. Die Etage ist wirklich abgefahren als die unten, oder? Ja. Vielleicht sind die Fußabdrücke ja sogar noch aus aktiven Zeiten des Gebäudes. Ja. Aber hier sind wenigstens Fenster noch drin. Aber wir müssen eh gucken, zu welcher Seite wir am besten können. Eigentlich kennen. Eher zu der Seite, weil zu der Seite ist kein Wohnhaus, sondern nur das andere leerstehende Haus. Zu der Seite sind Wohnhäuser nach links. Und nach vorne. Also müssen wir eigentlich auf die Seite, aber eigentlich eher mittig, weil hier vorne schon wieder die Straße anfängt. Bei den ganzen also Fenstern muss man echt aufpassen. Wir müssen immer auf der rechten Seite. Ach Gott, das werden. Das habe ich auch gehört. Wind. Das ist der Wind. Sicher? Ja. Ich kenne mich mit gespenstischem Wind aus. Klang aber seltsam. Jimmy, ich glaube, hier jibbelt nichts. Oder pennt er auf diesem komischen Podest hier. Er kommt aber auch schon eine Suppe runter, ja. Und direkt unter 0800 66666 Satan. Aber ich glaube, unter dieser Nummer kommt man direkt bei Mr. Topan raus. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die Mädels, die können sich immer nicht entscheiden, du. Ja, aber da hast du auch die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Das Große durchgelegt. Oh, ich darf nicht so viele Schimpfwörter sagen, ey.
Hier ist eine Tafel. Eine Tafel? Denkst du, das ist so eine uralte Tafel von damals? Könnte sein, ja, die sieht so aus. Bestimmt. Sag Kack. Das ist ja extrem gruselig. Ich darf nicht so viele Schimpfwörter sagen. Das ist nicht gut bei YouTube. Jimmy, was machen wir denn immer? Ich weiß es schon wieder zu weit vorne. Ach, weiß ich nicht. Wollen wir das Podest nehmen oder was? Ja, wir pennen auf dem Podest und gut, ey. Hauptsache erstmal die Sachen abstellen. Ja. Und kurz mal verschnaufen. Mhm. So, Leute, wir haben uns jetzt dazu entschlossen. Ja. Unter Mr. Tobrans Telefonnummer unser Lager aufzubauen. Ja. Kimi probiert mal eine komplett neue Isomatte aus, weil die hat bei den Temperaturen noch gar nicht draußen geschlafen. Weil die ist wohl bis minus 8 Grad in Ordnung. Meine habe ich keine Ahnung. Ich habe da schon bei minus 8 Grad draußen gepennt. War alles gut. Also die Isomatte hat einen R-Wert von 6,9. Also ich denke mal bis minus... 6,9 ist richtig gut, ja. Also ich denke mal bis minus 15 ist da alles drin. Ja. Hoffe ich. Und ihr wisst ja, was ansteht, wenn es heißt Overnight. Ich habe wieder Wildkameras mit und die zwei Bewegungsmelder. Die zweite Wildkamera steht da drüben auf dem Fensterbrett. Die kommt hier auf den Flur, falls wirklich irgendjemand kommt, weil vorhin gab es schon gerade irgendwelches Gepolter von unten. Ja, und die Bewegungsmelder kommen halt genauso auf unseren Flur. Sehr gut. Da bin ich gespannt. Ich höre Leute quatschen. Okay. Oh ja, tatsächlich, stimmt. Das klang aber sehr nah. Lichter ausmachen. Bist du dir sicher? Ich habe nichts gehört. Doch, echt? Eindeutig. Ja, okay, das Ganze ist ja auch nicht mitten in der Pampa oder so. Ja. Ist ja wirklich... Vielleicht jemand auf der Straße mal begangen. Gut möglich, ja. Wir stellen in der Zeit mal den ersten Bewegungsmelder auf. Ich würde den vielleicht wirklich einfach hier irgendwo auf den Flur stellen. Gucken, ob er funktioniert. Yep. Hey, schon wieder Tschechien Throwback. Der eine steht da vorne, siehst du? Ja. Die Melodie. Und ich hörte den zweiten. Dazu muss man sagen, Dave hat die Melodie ja selber eingestellt. Es gibt da verschiedene. Oder ich weiß gar nicht, oder eine aufgenommen. Das weiß ich gar nicht. Müsste ich ihn mal fragen. Auf jeden Fall hat Dave dafür gesorgt, dass es eben diese unheimliche Spieluhr-Melodie ist, die der Bewegungsmelder abspielt. Und ich weiß noch, als wir die dann in Tschechien auch aufgebaut haben, da werden wirkliche Erinnerungen wach. Das ist war alles super cool. Beiden vielleicht. Hier ist ein Hängen dran, ne? Ja, genau. Ja, an der Treppe ist gut. Und ich würde vielleicht die Bildkamera auch gleich hier irgendwo hinstellen. Ich hoffe ja mal, dass niemand kommt und die mitnimmt. Das kriegen wir mit durch den Bewegungsmelder. Ja, stimmt. Direkt. Vor allen Dingen pennen wir wirklich in dem Ding, wo diese komischen Füße an der Tür sind. Das ist mir auch gerade so aufgefallen. Schon ein bisschen creepy. Naja, egal. Was ich euch eigentlich noch erzählen wollte, ist, wir machen jetzt keine PU mehr, weil wir sind wirklich schon den ganzen Tag unterwegs. Vor allem Kimi ist schon mächtig viel umhergefahren. Und wir wollen jetzt einfach nur noch ins Bett und schlafen. Aber wir stehen morgen früh, weil wir noch mehrere Locations anschauen wollen, zeitig auf, wenn es noch dunkel ist. Und machen dann noch in einem ganz besonderen Keller, der mit der Geschichte hier von diesem Kinderheim verbunden ist, beziehungsweise eine sehr große Rolle spielt, machen wir noch eine PU zusammen. Ja, und ich würde sagen,
Wenn ihr das sehen wollt, und das wollt ihr, dann müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Mal eine PU oder ein Overnight mit PU ganz anders, aber ist ja egal, ey. Ist mal was Neues. Ja, ist mal was Neues, auf jeden Fall. Bin sehr, sehr gespannt. So, Leute. Wir sind jetzt schon beide in den Schlafsäcken gekrochen. Und guck mal, was ich mit hab. Ich hab mir eine Nachtsichtkamera geholt, beziehungsweise einen Camcorder mit Nachtsichtfunktion. Hat mir der Leon empfohlen. Hier liegen schon so ein paar Sachen parat. Handy wird geladen. Da vorne lade ich Kameraakkus und meine Taschenlampe. Ihr habt es gesehen, die Bewegungsmelder sind scharf gemacht und die Wildkameras. Wenn nachts nichts passiert, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Wie gesagt, bleibt schön dran. Morgen früh gibt es die PU ganzzeitig. Mal ein bisschen was anderes. Total verpennt eine PU mal. Ja, wird schon funktionieren. Alles klar, Leute. Schlaft schön, wenn ihr das Video gerade anguckt. Wenn ihr das Video gerade abends anguckt. Ich bin auch schon durch im Kopf. Alles klar, bis morgen früh, Leute. Gute Nacht. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, 2 Uhr nachts, Bewegungsmelder löst aus. Leute, eigentlich das, was wir oder ich mir immer gewünscht habe, ist gerade passiert. Und zwar hat Kimi gerade gehört, dass der Bewegungsmelder draußen angegangen ist. Kimi, was sagst du dazu? Ich weiß nicht genau, welcher das war. Wir haben ja 2 mit unterschiedlichen Sounds. Also entweder war es der im Flur, was doppelt gruselig wäre. Was bedeutet das, dass das, was es ausgelöst hat, schon oben war? Ich hab keinen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich muss pissen. Ihr habt's gehört. Also wir haben einen auf dem Flur da hinten. Und das würde bedeuten, dass das kann nichts sein, was von unten gekommen ist. Weil das ja an den ersten Bewegungsmelder, der an der Treppe steht, vorbei müsste. Stimmt. Oder es war wirklich eine Maus oder irgendwas Kleines oder so. Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht rausfinden. Eventuell. Mal gucken. Ja, und ich muss auch pinkeln. Im Schlafsack, der Horror. Ich will nicht raus aus dem Schlafsack. Wenn es so kalt ist und du da nicht raus willst. Ich hoffe, das, was auf der Wildkamera drauf ist, ist ja gut. Vielleicht hast du wirklich bloß eine Maus oder Mother oder sowas. So. Wenn auch mal was passiert, Leute, melde ich mich zurück. Ansonsten bis morgen früh. Gerade ging der Bewegungsmelder draußen nochmal an. Schon wieder. Wollt euch nicht vorstellen, wie unheimlich und gruselig das ist. Diese Melodie. Und ich bin irgendwie drauf gefasst, dass jetzt hier durch diese Tür irgendwas reinkommt. Ein Geisterkind oder so. Das ist aber schon unheimlich. Jetzt zweifach. Ein Geisterkind. Und dann auch nur auf der oberen Etage. Nee, Leute, Spaß. Keine Ahnung, also ich schätze mal. Das ist einfach nur eine Maus oder sowas gewesen sein wird. Ja, das kann gut sein. Die Tür ist wirklich vernünftig zu. Und es ist cool, mal ein bisschen mit dieser Nachtsichtkamera rumzuspielen. Oh, ich war jetzt voll erschrocken, ey. Meine Wildkamera dort ist angegangen. Und es ist hier auf der Nachtsichtkamera als übelst helles Licht zu sehen. Leute, Kimi war gerade draußen. Pinkeln. Welcher Bewegungsmelder war das, der an der Treppe? Der an der Treppe ist angegangen. Das ist ja mal mega geil, weil da steht ja auch gleich die Wildkamera. Also ist auf jeden Fall der an der Treppe angegangen. Ja, die Kimi hatte echt Eier, die ist da erst bin mal ich jetzt draußen gespannt. Gegangen zum Pinkeln.
Und hat dadurch erstmal gemerkt, welcher Bewegungsmelder das war. Der vorhin gerade an Mars war, der an der Treppe. Und da, wenn ihr euch erinnern könnt, steht ja auch die Wildkamera. Also müssten wir ja morgen sehen, was den ausgelöst hat. Bin gespannt. So, jetzt versuchen wir mal weiter zu schlafen. Nach so 2 Stunden oder so, dann geht sowieso raus zu unserer nächtlichen, frühmorgendlichen PU. Leute, bis dann. Doch bevor es nun mit der Erkundung dieses gruseligen Kinderheims und mit der paranormalen Untersuchung weitergeht, hier mal unser Geisterkind. Ah. Okay. An dieser Stelle hoffe ich, dass sich unser Freund Mörder hier nicht zu sehr erschrocken hat. Okay, es geht jetzt an die PU. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ungewöhnlich morgens, aber wie Dave schon sagt, mal was anderes. Es sieht aus wie ein zerknautschtes Sofakissen. Ja, also guten Schlaf findet man an solchen Orten nicht. Guten Morgen, Freunde. Also ich muss sagen, nach den 2 Malen, als die Bewegungsmelder anging, oder der Bewegungsmelder, habe ich eigentlich recht gut geschlafen. Kimi nicht so, weil ihr wohl ziemlich kalt war. Vorhin hat der Wecker geklingelt. Wir sind ein bisschen spät dran. Aber wir werden gleich erstmal unsere Sachen abbauen. Und dann geht's ja los mit der PU. Noch in diesem Keller. So Leute, die Sachen sind gepackt. Alles berödelt. Wir schaffen jetzt erstmal unsere Rucksäcke ins Auto. Und dann, ja, gehen wir in das andere Gebäude, wo sich ein Großteil von der Geschichte von diesen Kinderheim wirklich abgespielt hat. Und schauen mal, ob wir dort eine PU machen können. Also natürlich können wir das, aber ob wir da irgendwelche Antworten erhalten oder so. Also sei dazu gesagt, wir haben uns jetzt extra so entschlossen, gestern Abend die Erkundung von dem anderen Gebäude und die PU zu machen, wenn es früh ist, aber noch nicht hell ist, weil das hier einfach, die ganze Zeit wirkt, weil das hier einfach viel zu einsichtig ist und hier wirklich direkt daneben Leute wohnen und so. Mhm. Also das ganze Kinderheim, das ist ein Komplex, das besteht aus mehreren Gebäuden und wir hatten eigentlich einen besonderen Keller gesucht, in dem sogar noch Kinderbetten stehen sollen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was haben Kinderbetten in dem Keller zu suchen? Das gehört halt zu der Geschichte von dem Kinderheim. Das hatte nicht gerade den besten Ruf. Und Kimi hat ja vergangene Nacht erzählt, dass hier wirklich in dem Kinderheim jedes Jahr mindestens ein Kind verstorben ist. Ja, dann wisst ihr ja Bescheid, wie wahrscheinlich mit den Kindern hier umgegangen wurde. Ja. Traurig. Echt traurig. Aber ich finde auch, das Gebäude, allein jetzt nur über die paar Eindrücke, die man hier gewinnen kann, strahlt eine unheimlich düstere Atmosphäre aus. Es wirkt wie ein ganz, ganz dunkler Ort. Man ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, schon voreingenommen durch die Geschichte, die man jetzt gehört hat, aber man kommt nicht drum herum zu sagen, dass das rein optisch und von den Eindrücken gerade kein schöner Ort ist. Sieht aber cool aus mit dem Sonnenaufgang da. Ne? Die nächste Suche nach dem nächsten Einstiegspunkt gefunden, ja, gut. Wunderbar, ey. Hier ist der Einstiegspunkt. Bist du weggerutscht? Das ist übelst glatt, ey.
Oh ja. Ich wollte gerade sagen, dann klettern wir mal elegant rein. Ja, muss man immer aufpassen. An der Stelle kann es dann auch schon ganz schnell vorbei sein mit so einem Lost Place Ausflug. Ach du Scheiße. Geht's? Ich bin zu groß. Hey Leute, hier ist schon die erste Gittertür. Boah. Man fragt sich halt, wie so ein Verlies. Wenn das ein Kinderheim war, was haben hier Gittertüren verloren? Ja, wirklich. Ja. Also ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, hier war irgendwas unter Verschluss. Aber dem soll halt nicht so sein. Sondern wirklich, die Gittertüren, die waren wirklich dafür da, um hier unten teilweise die Kinder wegzusperren. Die sollen wohl hier sogar einzelne Zellen gehabt haben. Das ist ein bisschen krass. Fenster vergittert. Hier ist noch so ein altes Bad. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das für Kinder gemacht. Ja, ganz klein und ganz tief. Kleine Waschbecken. Weil die hängen ziemlich niedrig hier, Leute. Stell mich mal daneben. Die gehen mir. Hier ist meine Kniescheibe. Bis knapp über die Kniescheibe. Also das waren sicherlich mal Kinderwaschbecken hier. Ach Mann. Das hat auf jeden Fall schon was Unheimliches. Oh. Nee, aber jetzt sag nicht, da sind noch alte Akten. Na, es sieht aber nicht so aus. Oh, doch. Ja, mal schauen. Leute, ich habe jetzt gedacht, das sind nur Magazine. Ich habe jetzt gedacht, hier liegen noch Bilder rum teilweise. Okay. Das wäre natürlich krass gewesen. Ich würde jetzt direkt mal in den Keller gehen. Die würde auch sicherlich gleich nachkommen. Aber hier scheint es ganz komisch. Guckt mal, Leute, wie der Keller aussieht. Schon wieder solche Katakomben. Es kann ja nur übel werden da unten. Richtiger uralter Keller. Bäh. Hier liegen noch so alte Krankenliegen rum. Krass, okay, wow. Also. Das ist halt so ein richtiger alter Uraltkeller. Und hier geht auch wieder so ein Katakombentunnel bis hier rüber. Das sieht so unheimlich aus. Hier ist noch eine Tür. Okay, da ist noch ein Raum. Sah auch aus wie eine kleine Zelle. Hier hätten wir perfekt pennen können. Finde ich. Leute, schaut mal, jetzt kommt eigentlich das Highlight-Zimmer. Hier stehen einfach Kinderbetten, weil Boah. Die Geschichte erzählt, dass die Kinder hier teilweise in den Keller gesperrt wurden. Also das sieht wirklich aus wie eine Filmkulisse. Diese uralten Betten, die Stühle, die da noch zwischenstehen und das alles in diesen Kerkerräumen im Keller. Boah, ist das übel. Um zu übernachten. Und stellt euch mal vor, ihr müsst als Kind hier in diesen ekligen Kerkerkeller übernachten. Ja. Das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich. Ich habe noch was anderes Unmenschliches für dich. Da hinten ist wieder ein Katakombengang. Oh. Aber der wird nur ins andere Gebäude führen, schätze ich mal. Aber in dem anderen Gebäude, wo das hinführt, gegenüber oder so, da waren wir ja auch noch nicht. Stimmt. Also wieder ein neues Gebäude. Aber das hier ist ja wirklich... Das hat was extrem Unheimliches und Trauriges hier. Definitiv. Auch immer so die alten Keller mit diesen gewölbeartigen Decken. Ja, seltsam. Hast du mal hier reingeguckt? Ja. Da ist nichts, hä? Nee, da ist so eine Doppelwand sozusagen. Hinten war ich jetzt noch nicht. Ich schau mal schnell. Aber wie cool auch, über diese ganzen unterirdischen Tunnel da von Gebäude zu Gebäude zu wandern. Als würde man so eine Karte nach und nach aufdecken. Total spannend, das alles zu erkunden. Es geht ja hier auch noch weiter.
wie so ein kleines Labyrinth. Was ist denn das für ein unterirdisches System hier? Okay, nee. Hier ist es schon zu Ende. So, geht's weiter, oder was? Jo, führ mich zum Katakombengang 4.0. 4.0, ja. Was sagen Sie, Frau Kimi? Es geht sogar ums Eck. Ums Eck? Machen wir mal einen Schluck vorne weg. Wieder. Ja, das ist auch so ein Gang, da kommt dir jetzt gleich eine Fledermaus entgegen. Die dann selber keinen Platz mehr hat zum Ausweichen. Ich frage mich halt, wofür die Gänge da waren. Waren das Versorgungsschächte oder was? Ich denke mal, ja. Ja, jetzt stehen wir einfach bloß im anderen Gebäude. Alter, guck mal. Was? Na, ins nächste Gebäude. Hört ja wirklich nicht auf. Es gibt riesengroß. Ja, eine rote Zelle. Die würde ich auch gerne. Was für eine rote Zelle? Wo die Kinder damals eingesperrt worden sind, um sich zu besinnen. Wenn sie frech waren. Ja, aber wo ist die? Das sind fünf Gebäude. Fünf große Gebäude. Naja, zwei davon haben wir auf jeden Fall schon abgeschlossen. Es ist auch im Keller? Nee. Die Zelle? Das ist nicht in dem Keller. Die finden wir doch nie. Sind gerade mal eine Etage weiter hochgelaufen. Und guckt euch mal hier unten diesen roten Stuhl an dem Fenster an. Das ist sicherlich dahingestellt als Eingang. Aber es hat schon ein bisschen was Gespenstisches, weil man hier irgendwie nach unten gucken kann. Hm. Na, mittlerweile schon richtig hell das draußen. Das wäre natürlich Checkpoint, wenn die rote Zelle gleich hier irgendwo wäre. Ich dachte gerade, da liegt ein Tier auf dem Boden, aber... Hier sind wieder so Gitter. Gitter nach oben. Oh. Das erinnert mich irgendwie an die Gefängnisburg. Ja, das sieht seltsam aus. Ist alles leer. Hey, hier hinten sieht sind aus so wie so ein Gruppenraum, als hätten da mal ganz, ganz, ganz viele Betten gestanden. Komische Männchen an die Wand gemalt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht davon. Aber der verschlossene Dachboden mit Gittertür davor, das ist schon mysteriös. Das hier unten. Wie skurril ist denn das? Hier hat einfach jemand ein Plüschtier aufgehangen. Was soll denn das? Und wie skurril kommt das neben diesem uralten Kinderstuhl hier? Oh Leute, aber ich natürlich. Muss hier raus. Guckt euch mal hier überall den Boden an. Boah. Das ist überall eingebrochen. Ich war so auf diese Figur fixiert, die da hinten hängt, dass mir das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen ist. Ja, wirklich ein krasses Gebäude. Ey, das ist ein Kuschelschnitt, ne? Das ist ein Plüschtier. Das gefällt mir so gut. Leute, ich lasse es am besten mal da liegen. Ah, das dürfte ein uraltes Plüschtier sein. Und wir sind jetzt zurück in dem Kellerabteil mit den Betten da. Ja, da hätte ich die PU so, auch gemacht. Ghost Tube App. Müsst du es erstmal laut machen. Und dann würden wir uns erstmal vorstellen. Hallo, ich bin David. Ich bin die Kimi. Wir würden gern wissen, ob hier irgendjemand anwesend ist, der sich gern mit uns unterhalten möchte. Wir würden gern mehr über diesen Ort erfahren. Wir kommen mit größtem Respekt, haben keine negativen Gedanken oder wollen dir nichts Böses. Wir würden nur gern mit jemand hier reden. Ist hier irgendjemand da, der sich gerne unterhalten möchte?
Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst über dieses Gerät hier mit mir kommen. Du kannst über dieses Gerät hier mit uns kommunizieren, indem du einfach deine Energie nutzt, um elektromagnetische Felder zu triggern. Du kannst aber natürlich auch, wenn du das nicht willst, über Klopfen oder ähnliches auf dich aufmerksam machen. Hinter dir. Ach. Hinter dir. Das ist jetzt ein bisschen creepy. Das ist creepy, ja. Was ist hinter mir? Bist du hinter uns? Wenn sowas als erste Antwort kommt. Ich sagte nein. Ich sagte nein. Was meinst du mit nein? Was haben wir denn? Das war so ein Quietschen, ne? Ja, in dem Moment hat es hinten geraschelt. Ach so, ich dachte, das wäre so ein Quietschen. Das klang schon fast, als wenn sich eins der Betten bewegt hätte. Okay, in dem verfallenen Haus hier könnte es wirklich alles Mögliche sein. Könnte Putz sein. Hier oben. Hier oben? Könntest du uns sagen, wo du bist? Aber auch ein bisschen süß, wie die beiden instinktiv dann überall hingucken. Also, hinter dir. Hier oben. Aber ist ja klar, was soll man auch machen, wenn das gesagt wird? Dann will man auch gucken, ob man da irgendwas erkennen kann. Okay, jetzt habe ich genau an der falschen Stelle pausiert. Jetzt ist hier scheinbar nochmal was zu hören. Mal schauen. Es ist hier. Was ist hier? Klang aber schon was wieder so ein bisschen mit wie so ein Quietschen. Ali. Ali? Alle oder Ali? Nee, Ali. Wer ist Ali? Seance. Seance. Und ich habe vorhin noch zu dir krass gesagt, ja, richtig. Als wenn die eine Seance aufbauen. Richtig. Krass. Das ist doch schon wieder alt. Das ist komisch, das ist komisch. Ja, wirklich, es ist leider nicht auf Kamera, aber ich habe vorhin noch zu Dave gesagt, als er den Stuhl hingestellt hat, es sieht aus, als würde er jetzt eine Seance aufbauen. Und ja. Jetzt sagt er sie es, wir, Seance. Ja. Garten. Garten. Schon sehr okay, akkurat das passt dann, jetzt ne? Nicht wirklich. Das ist jetzt wieder random. Ja. Wie bist du hierher gekommen? Ja, jetzt kommt aber viel. Mit dem Auto. Das ist redselig. Sind halt Kinder. Geht schnell. Weißt du, dass du tot bist? Funkstelle. Auto. Du hast vorhin gerade gesagt, wie bist du hergekommen mit dem Auto? Ich wollte gerade sagen. Auto. Oh. Die Schritte waren jetzt nicht so gut zu hören. Ich glaube, das ist einfach dann der Akustik verschuldet. Dave hat ein sehr, sehr gutes Mikrofon an seiner Kamera, wo man wirklich nochmal im Schnitt sehr viel rausholen kann. Teilweise Dinge, die wir selber gar nicht hören. Aber das war gerade jetzt sehr schwer. Du musst es mal so sehen, das sind Kinder. Ja, die reden nach. Richtig. Das ist unheimlich, ey. Wie alt bist du? Komisch. Ja, oder? Ganz komisch. Könntest du uns verraten, wie alt du bist? Ja, doch, jetzt habe ich was gehört. Nach der Todesfrage Funkstelle, oder? Bist du noch da? Komisch. Es kommt komischerweise gar nichts mehr.
Weißt du, was ich mal mache? Mal komplett das Licht aus. Manchmal hilft es auch. Bist du noch da? Oder seid ihr noch da? Weil mir kommt es so vor, als wäre das nicht nur einer. Hey, was ist denn da los? So viele Geräusche. Hörst du das? Gesundheit. Oh mein Gott, stell dir vor, das sagt jetzt die App. Das wäre cool. Dann hätten wir es mit freundlichen kleinen Geisterkindern zu tun. Oder einfach nur mit gut erzogenen. Ja. Aber das war ja ein Heim für schwer erziehbare. Ja. Ich frage noch ein letztes Mal, bist du noch da? Wo bist du? Wir sind hier, in dem Keller. Bist du auch hier? Wir würden uns gern mit dir unterhalten und mehr über diesen Ort hier erfahren. Wir wollen dir nichts Böses, du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst dich in jeglicher Form gern bemerkbar machen, durch Klopfen, durch andere Geräusche oder über dieses Gerät, was ich hier in den Händen halte. Ich weiß ja nicht, ob derjenige weiß, was das ist. Oder dich natürlich da vorne auf der Nachtsichtkamera zeigen. Es kommt nichts mehr. Komisch, ja? Am Anfang so redselig und jetzt? Es kommt nichts mehr. Aber ja, trotzdem die ganze Zeit Geräusche im Hintergrund über den beiden, das ist schon heftig. Aber mein großer Wunsch ist ja tatsächlich irgendwann einmal in so einem Szenario jetzt im Hintergrund eine Gestalt aufzeichnen zu können. Dass man irgendetwas sieht, was man sich absolut nicht erklären kann. Das ist auf jeden Fall so ein Traum, den ich habe, weil man dann einfach was Greifbares hat, wo man sagt so, wie kann man das erklären? Man versucht ja wirklich alle Beweise, nenne ich sie jetzt mal, alle Vorkommnisse, die man bei so einer paranormalen Untersuchung aufzeichnet, irgendwie rational zu erklären. Aber wenn man dann an einen Punkt gerät, an dem das wirklich schwer ist, das ist ja das, weshalb man das macht, wonach man sucht, was das Ganze so spannend und aufregend macht. Und so eine Gestalt wäre natürlich der Höhepunkt, das i-Tüpfelchen davon. Und ich finde, das sieht gerade von der Szenerie einfach so aus, als wenn da jetzt gleich im Hintergrund irgendwas auftaucht hinter den beiden. Es wurde am Anfang schon hinter dir gesagt. Das wäre so unheimlich. Ganz krass. Ey, wenn ihr wollt, dass ich mit Dave mal eine PU an diesem Ort mache, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und schreibt es Dave natürlich auch in die Kommentare, wenn wir da mal gemeinsam hin zurückkehren sollen, um da nochmal ganz ausführlich mitten in der Nacht eine richtig große paranormale Untersuchung zu machen. Ich hätte auf jeden Fall mega Lust dazu. Wir schauen mal weiter. Mister, weißt du, was man noch machen kann? Leute, ich habe gerade mal noch hier die Katzenbälle aufgestellt. Hier direkt am Eingang zu unserem Zimmer da. Links und rechts noch neben den Stuhl. Mal gucken, vielleicht passiert da ja was. Dann setzen wir uns noch mal kurz hier hin. Machen das Licht aus und stellen noch mal ein, zwei Fragen. Hallo, bist du noch da? Wenn du möchtest, kannst du dich auch auf eine von diesen Bällen bewegen oder diese berühren und uns somit zeigen, dass du anwesend bist. Die blinken ganz lustig, vielleicht macht dir das ja Spaß. Du könntest das ja mal ausprobieren, wenn du nicht über diese App mit uns kommunizieren willst, über dieses Gerät hier. Dann kannst du das auch über diese... Alt. Wer ist alt? Wir oder ich? Ja, gut, aus Sicht eines Kindes.
Ey, das klingt wie Flüstern im Hintergrund, aber ich glaube, da tröpfelt irgendwo Wasser, kann das sein? So, schon wieder genau dann pausiert, wenn das Geräusch zu hören sein soll. Mir kommt das voll so vor, wie ich habe die Frage gestellt, zack, verschreckt. Ja, klang wie so ein bisschen, Knacken. Ja. Übel. Total redselig am Anfang. Ja, ja. Dann kam so eine spezielle Frage und dann... Vor allen Dingen so durcheinander. Ja. Sehr, sehr komisch. Ja, könntest du mir den Gefallen tun, wenn du noch da bist, dass du mal diesen Ball da vorne in dem Türrahmen berührst? Dann blinkt der und dann wüsste ich, dass du noch da bist und dich vielleicht unterhalten möchtest. Hattest du mit den Bällen schon mal Erfolg? Ja. Schon öfters genommen. Wir hatten die auch mit den Tschechien und so. Mhm. In Burguska haben die verrückt. Also die schlagen sich einfach nur so an. Man sieht's ja hier. Also die fangen nicht einfach total sinnlos anzublinken. Da muss schon scheinbar irgendwas passieren. Wir haben ja im Teufelskeller in Burguska in Tschechien bei unserer PU, die ja wirklich eskaliert ist, teilweise auf Kommando ja dieses Leuchten erzeugen können. Und wir haben ja versucht, das selber zu verursachen, indem wir da ja massivst rumgesprungen und rumgetrampelt haben und versucht haben, dieses Bällchen irgendwie zu aktivieren. Hat gar nicht funktioniert. Also die Dinger sind jetzt nicht so, dass die bei jeder Fliege angehen. Da muss schon wirklich was passieren. Und wenn das jetzt passiert, das wäre schon unheimlich. Was ich aber hier allgemein, ob in dem Gebäude oder in dem, wo wir gepennt haben, gemerkt habe, dass, wenn du ein Fenster hast, wo Licht... Ich verstecke. Hast du dich versteckt? Du brauchst dich nicht verstecken. Wir haben nichts Böses im Sinn. Wir wollen dir wirklich nicht wehtun oder so. Wir wollen nur gern mit dir reden oder schauen, bemerken, dass du überhaupt da bist. Klingt aber auch schon wieder kindlich, ne? Ich verstecke mich hier. Aber ich dachte gerade, da im Hintergrund hätte sich was bewegt, wie ich schon gesagt habe. Mir kommt ständig so vor, wenn irgendwo ein Fenster ist, wo Licht von draußen reinkommt, als würde da manchmal was vorbeihuschen. Die auf? Boah, Dave, hör auf, ey. Also ich sehe da ab und zu einen Schatten. Aus dem Augenwinkel oder was immer. Tschuck. Ja, das sind eben diese... Es können ja auch irgendwie Mythen und Legenden geben von Schattengestalten etc. Ja, ich sag mal so, aber das Komische ist, das kann kein Ast sein, weil es sind ja auch viele Bäume drumherum, aber es kann kein Ast sein, weil ein Ast sich nicht so abzeichnen würde. Nee, das ist ja nur ganz dünn. Man bildet sich natürlich viel ein in solchen Situationen. Und der würde ja auch wieder zurückkommen. Ja, ja. Ja, der ist ja nicht ja. Weg. Ja. So Leute, ich glaube bald, ich habe es ein bisschen verkackt mit meiner Frage. Weil seitdem ich gefragt habe, ob derjenige weiß, dass er tot ist, kommt ihr wirklich... Satanisch. Satanisch. Was meinst du mit satanisch? Jetzt kommt das erste Mal wieder was. Komisch. Komisch, ne? Ja, also Dave hat es gerade schon gesagt, seit seiner Frage bezüglich des Todes der vermeintlichen Präsenz ist erstmal Funkstille gewesen. Und jetzt, wo er sich mehr oder weniger ein wenig darüber beschwert, kommt direkt wieder etwas und dann auch noch was absolut Negatives. Ich wollte sagen, wir hören hier auf, weil mir das komisch vorkommt, dass die Präsenz zuerst so redselig war und dann plötzlich gar nicht mehr. Ja, das ist wirklich komisch. Wir warten jetzt schon eine ganze Weile. Aber vielleicht ist auch irgendwas mit der Nachtsichtkamera drauf. Wir sehen es erst, wenn ich es auswerte. Okay, scheinbar hast du keine Lust, dich zu unterhalten. Dann würden wir uns gern von dir verabschieden. Würden dich auch bitten, hier zu bleiben und nicht mitzukommen. Dann würden wir mal sagen, tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich denjenigen mit der Frage ein bisschen verschreckt habe, weil seitdem kam nicht mehr viel und halt nur einzelne Bruchstücke. Es kommt mir ein bisschen komisch vor. Wäre so eine Theorie, das stimmt. Interessant. Vielleicht muss ich hier, ist ja teilweise auch so, an einem anderen Tag nochmal, vielleicht mal allein her. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr gern nochmal einen zweiten Teil hier sehen wollt, wo ich nochmal allein hierher komme und hier nochmal alleine PO mache. Schaut gerne mal bei der Chemie vorbei. Und die hat von dem Ganzen hier auch ein Video gemacht. Lasst da gerne mal ein Like da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ey, mega Video, wirklich. Was für ein Ort. Unheimlich von vorne bis hinten. Also es hat sich ja perfekt angeboten. Leute. Ja, ihr habt's gehört. Lasst den beiden einen Daumen oben da. Und lasst mich wissen, wenn ihr wollt, dass Dave und ich da mal gemeinsam eine PU starten. Ich hätte mega Lust dazu. Schaut bei den beiden auf den Kanälen vorbei. Gebt ihren Videos natürlich auch einen Daumen hoch und schreibt bei denen in die Kommentare. Grüßt sie ganz lieb. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Passt gut auf euch auf. Vielen Dank und tschüss.